Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video stelle ich euch drei Adventure-Maps vor, die ich angefangen habe, aber nie zu Ende gebracht habe. Ich wünsche euch viel Spaß. Fangen wir mit der ersten Map an. Das war der erste Versuch, die Map Test Nummer 144 zu bauen. Irgendwann habe ich es gelassen, neu angefangen und so entstand dann die richtige Map Test Nummer 144. Also mit dieser Map fing alles an. Die Grundidee war, dass man, wenn man auf einen bestimmten Block kommt, einen bestimmten Effekt bekommt. Hierbei waren die Blöcke, die dir die Effekte geben, fest auf dem Boden. Die Idee, dass man Blöcke aus dem Inventar platzieren kann, kam mir erst viel später. Das war der Grund, dass ich die Map neu angefangen habe. Kommen wir zur zweiten Map. Ich habe damals versucht, eine Horror-Map zu bauen. In der Map befindet man sich in einem verlassenen Krankenhaus. In der Map sollte man Rätsel lösen und Schalter suchen. Man musste versuchen, das Geheimnis zu lösen und irgendwie aus diesem Krankenhaus entkommen. Dabei wird man von gruseligen Situationen begleitet, die mir damals nie eingefallen sind. Deswegen wurde die Map nie fertig. Swear that my stomach just sunk a meter. I'll be dead if I take any more. You make me feel kind of bad. Kommen wir zur dritten und letzten Map. Die dritte Map habe ich XP Jump genannt. Es war eine Jump'n'Run Map. Am Anfang der Map hat man einen bestimmten XP-Wert. Man verliert immer ein XP, wenn man in eine Grube fällt. Und dabei wird man eine Grube nach hinten teleportiert. Also umso öfters man fehlt, umso öfters wird man nach hinten teleportiert. Das wollte ich auch so themenbasiert bauen, aber irgendwann habe ich die Lust daran verloren. Das hört sich eigentlich nach einer interessanten Idee an, vielleicht könnt ihr das irgendwie noch verwenden. So, das war mal was anderes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft gerne weitere Videoideen in die Kommentare schreiben. Falls ihr weitere Challenge-Videos sehen möchtet, könnt ihr in die Kommentare gerne Challenge-Ideen schreiben. Ich bin für alles offen. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.